Smash Brothers. Guten Tag, Herr Krebs. Worüber wollen Sie denn heute reden? Ich möchte über meinen Bruder Micha reden. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr weitermachen. Es ist so ein Problem für mich. Sind Sie überhaupt da? Herr Krebs? Herr Krebs? Oh ja, entschuldigen Sie. Wo war ich stehen geblieben? Sie haben gerade darüber angefangen, über Ihren Bruder zu reden. Ach ja, stimmt. Micha. Was? Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was denn? So tun, als wäre alles okay zwischen uns. Hol mich hier raus! Wissen Sie, Micha ist eine ganz eigenartige und spezielle Person. Können Sie das hören? Nein, was? Tick, tock. 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 Hilfe! Tipps. Tock. Tick, tock. Hol mich hier raus! Tick, tock. Tick, tock, tick, tock, tick, tock. Nein! Was? So, Herr Krebs, wissen Sie denn eigentlich, warum ich hier bin und warum ich mit Ihnen reden möchte? Nee. Sollte ich? Was? Tatsächlich hat mich Ihr Bruder gebeten, mit Ihnen zu reden. Mein Bruder? Der Timon? Ja. Ja, guter Junge. Ja, guter Junge. Wer ist ein guter Junge? Der Tom. Der will ihn ermorden. Okay, aber wie genau stört es jetzt Ihr zwischenmenschliches Verhältnis? Wie das mich stört? Lassen Sie mich kurz eine der 100 Sachen aussuchen, die es überhaupt gibt. Zum Beispiel Instagram. Und hart ist auch. Hier, wir hatten letztens eine Story auf Instagram. Er macht mich immer fertig, selbst auf Instagram. Hier, schauen Sie. Verstehen Sie, wie ich meine? Und das Lustige ist, alle denken, es wäre Michas Kanal. Aber original, Micha macht nix. Nada. Ich denke mir die Videos aus. Ich filme sie, ich schneide sie, ich stelle sie online, ich mache das Online-Marketing. Ich mache eigentlich alles. Micha zappelt nur rum, kann ein paar coole Flips, ne? Und er denkt, ey, aber King K ist nur... Ja gut, ich denke, ich verstehe Nein, jetzt rede ich mal kurz. Wissen Sie, Clash Brothers, unser Name, natürlich bin ich auch auf diesen Namen draufgekommen. Aber Clash heißt ja Konflikt und Brothers, Brüder, Konfliktbrüder. Micha und ich haben einen Konflikt. Okay. Aber was ich grundsätzlich sagen würde, ist, dass Ihr Bruder ein eigentlich weiches Herz innehat. Das Einzige, das ist, dass er nach außen hin eine harte... Bizeps! Ja, der ist groß. Und hart ist er auch. Hm. Aber nicht nur Tom ist groß und hart. Sigurd auch! Wissen Sie, oft liegt der Ursprung solcher Problematiken und Konflikte in der Kindheit. Haben Sie denn irgendwie in Ihrer Kindheit eine Geschichte oder einfach Momente, wo das entsprungen sein könnte? Wissen Sie, genau da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Also, und da dachte ich so, hey, um Ihnen ein bisschen besseres Bild zu geben, da bringe ich Ihnen ein paar Kindheitsbilder von Micha und mir mit. Mhm. Wie Sie hier sehen können, wir waren ja beide im Turnen und hat schon sehr früh angefangen. Micha ist richtig schön statisch, stabil auf dieser Stange drauf, okay? Mhm. Aber ich bin der totale Unfall. Ich hatte keine Kontrolle über mich selbst. Ja, süßer war er auch wie hier. Wir waren mal im Europapark. Und gucken Sie mal links unten, wie hämisch Micha guckt. Micha schaut so, Timon, ich kann das besser. Und jetzt gucken Sie das nächste Foto an, gucken Sie. Micha sieht aus wie der Goldjunge. Das nächste Foto. Zu Hause. Ganz normale Situation, okay? Micha, schon als Kind, immer nur am Flexen. Ich hatte ganz andere, einen ganz anderen Fokus. Aber er war schon immer nur am Flexen, okay? Wir waren in Urlaub Italien, okay?
Micha hebt so richtig schön süß so sein Becher hoch und lächelt so. Und ich denke mir so, hey, ich kann das auch. Diesmal, Timon, du strengst dich an und machst es nach, okay? Und jetzt gucken Sie das nächste Foto an. Ein Unfall. Das könnte eine Urinprobe sein, was da drin ist. Wissen Sie, ich glaube, Sie wissen gar nicht genau, was oder dass Sie Ihren Bruder eigentlich tagtäglich bedrängen. Bedrängen, tränken. Achso, das meinen Sie? Ja. Ja, verstehen Sie? Im 1 gegen 1 will ich meinen Bruder locker fertig machen. Ne? So, ja. Was? Ja, das will ich. Ne? Wissen Sie, ich glaube so langsam, es ist gewollt, dass mich einfach besser ist als ich. Aber wieso denken Sie das? Ich meine, es war original schon immer so, dass Micha einfach besser und cooler war als ich. Und darüber hat sich auch nichts über die Zeit verändert. Nun ja, ich meine, haben Sie gewisse Beispiele von Situationen? Wenn Sie unbedingt wollen, zum Beispiel im Training. Wenn Micha über diese Bodenmatte rollt, es sieht total episch und lustig aus. Wissen Sie, wie diese Star Wars-Dinge? Einfach absolut episch. Aber wenn ich darüber rolle, ich will gar nichts sagen. Es sieht aus wie ein Lauch. Wissen Sie, ich denke, Sie sollten aufhören, sich mit Ihrem Bruder zu vergleichen. Sie sollten ihn eher sehen wie eine ganz gewöhnliche, normale Person, wie Sie und ich auch. Normale Person? Ich glaube, wir reden hier beide gerade nicht von meinem kleinen Bruder. Habe ich Ihnen schon von seinen Anfällen erzählt? Ganz spezielle Sache. In letzter Zeit, da wurden sie ziemlich regelmäßig. In den Situationen, ich bin einfach überfordert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das letzte Mal war es beim Trainieren. Und es ist einfach passiert. Der letzte Anfall, der war mir besonders peinlich. Und zwar, ich war gerade auf der Bühne und habe Werbung für unseren Clash Brothers Merch gemacht. Die Clash Brothers Kollektion, sponsert bei TSG Midling. Sie haben gelacht. Ich glaube, sie haben gedacht, es wäre ein Geschauspieler, aber es war real. Ich konnte mit der Situation überhaupt nicht umgehen. Ich war total überfordert. Denken Sie, ich sollte irgendwie mit Ihrem Bruder darüber reden? Denken Sie, das würde etwas helfen? Ich kann es gerne mal versuchen. Hallo, wissen Sie, weshalb ich mit Ihnen reden will und warum Sie hier sind? Nein, ich habe keine Ahnung. Es geht um Ihren Bruder, er hat mich angesprochen und wünscht sich, dass ich ein Gespräch mit Ihnen führe. Oh, mein Bruder. Ende! Was wollte er denn? Er fühlt sich etwas, wie sagt man, eingenommen von Ihnen, übertrumpft, Konkurrenzdenken. Können Sie irgendwas dazu sagen? Die Sache mit meinem Bruder ist... Hallo! Ist was ganz Spezielles. Ja! Ich würde sagen, alles hat damit angefangen, dass wir... einen Instagram-Account eröffnet haben. Davon hat er mir erzählt, ja. Ich mach alles! Damals schon war er anfangs immer sehr komisch. Nein! Sobald wir darüber geredet haben oder etwas dafür gemacht haben. Und ich weiß nicht, ich dachte einfach, es ist halt ein Teil von ihm, dass er sich so verhält. Und mit der Zeit, es wurde immer krasser und schlimmer. Herr Krebs, langsam mache ich mir wirklich Sorgen um Sie, Herr. Hallo! Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Wir sind am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ende, nein, ich hab so viel zu sagen. Mein Bruder, Instagram, ich mach alles. Ich werde mit ihm reden, ja? Aber Sie, bitte, Sie müssen ruhig, bitte reden Sie mit ihm. Sie müssen ruhig bleiben, das ist ganz wichtig, okay? Wieso?
Es wird sich alles regeln und wir werden... Nein, nichts wird sich regeln. Wir werden eine Lösung dafür finden. Komm, holen Sie ihn raus, komm. Nein!